Es ist Vollmondwoche und die Energie ist hoch. Kampfplanet Mars wird sich mit dem Vollmond verbinden und dann knistert es gewaltig. Das bringt einerseits viel Kraft, andererseits ist aber auch die Verletzungsgefahr erhöht, wenn wir uns jetzt übernehmen oder in Hektik verfallen. Wie wir damit am besten umgehen, sodass wir auch die prickelnden und romantischen Aspekte dieser Woche genießen können, darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast zu den Tendenzen für die Woche vom 14. bis 20. Oktober 2024. Ich hoffe, ihr habt die Woche nach der Finsternis nutzen können, um eure festen und verlässlichen Beziehungen zu stärken. Oder vielleicht auch, um mit jemandem, den ihr neu kennengelernt habt, eine verbindlichere Ebene zu finden. Denn diese Woche gibt es in der Liebe einige Aufregungen und die steckt man am besten weg, wenn man mit sich und seinen Lieben im Reinen ist. Solltet ihr die Gelegenheit haben, etwas Besonderes zu unternehmen, vielleicht etwas Neues auszuprobieren, was ihr noch nie zuvor versucht habt, dann tut das, denn dafür ist diese Konstellation genau richtig. Die verführerische Venus im Skorpion wird diese Woche einen sehr prickelnden Aspekt zu Überraschungsplanet Uranus bilden. Und bei manchen kann jetzt sogar der Liebesblitz einschlagen. Das Besondere ist, dass die Liebesgöttin kurze Zeit später einen schönen Romantikaspekt mit Fantasieplanet Neptun eingeht. Also im Idealfall kommt es zu einer romantischen Überraschung mit Happy End. Die Konstellation wirkt von Sonntag, den 13. bis Donnerstag, den 17. Oktober und kann euch ganz besondere Momente in der Liebe schenken. Dieser Aspekt hat zwar eine eindeutig romantische Komponente, kann sich aber auch positiv auf Freundschaften oder beispielsweise auch auf Charity-Projekte, an denen ihr arbeitet, auswirken. Besonders profitiert ihr von diesem Aspekt, wenn ihr die Sonne oder andere Planeten in den Zeichen Stier, Skorpion, Fische oder Krebs habt. Und falls ihr nicht genau wisst, wie eure Planeten stehen, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Besucht mich auf Instagram und kommentiert Horoskop. Dann erhaltet ihr von mir kostenlos einen schnellen Überblick über eure wichtigen Planeten und sensitiven Punkte. Finanziell sind die Tage vom 12. bis 17. Oktober allerdings volatil. Da kann es zu Ausschlägen und unerwarteten Entwicklungen an der Börse kommen. Und auch bei Spontankäufen wäre ich vorsichtig. Man kann jetzt ein tolles Schnäppchen machen oder einen großen Gewinn, aber das kann auch nach hinten losgehen, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Wenn ihr euch also nicht ganz sicher seid, geht lieber konservativ mit eurem Geld um. Aber für manche ist vielleicht auch eine überraschende Zuwendung drin. Wenn ihr mehr über die Finanztendenzen dieser Woche erfahren wollt, dann solltet ihr den kostenlosen wöchentlichen Newsletter von meinem Mann Ray abonnieren. Der ist Finanzastrologe und hat garantiert gute Tipps für euch. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Die wichtigste Konstellation der Woche ist sicherlich der Vollmond im Widder am 17. Oktober. Denn da mischt auch Krieger Mars ordentlich mit und dadurch liegt viel Energie und Anspannung in der Luft. Mars greift sowohl die Sonne als auch den Mond und außerdem Heiler Chiron direkt an. Das seht ihr an dieser roten Kampfformation. Das bedeutet, sowohl unsere Gefühle als auch unser Wachbewusstsein könnten rund um diesen Vollmond unter Strom stehen. Deshalb fahren wir in dieser Woche am besten, wenn wir ein stetiges Tempo vorlegen, unsere Termine einhalten und dafür sorgen, dass wir nicht dadurch in Stress geraten, dass wir zu spät dran sind oder dass sich unerledigte Aufgaben auf unserem Schreibtisch türmen. Auch ist es eine gute Idee, in den Tagen rund um den Vollmond Grundsatzdiskussionen zu vermeiden, denn wir neigen dazu, auch sachliche Argumente persönlich zu nehmen. Das heißt, jemand kritisiert vielleicht etwas an unserer Arbeit und hat dabei in der Sache durchaus recht, aber das geht uns direkt unter die Haut und triggert uns so richtig. Das liegt daran, dass der Mars jetzt im Gefühlszeichen Krebs steht. Da fällt es besonders schwer, in Diskussionen sachlich zu bleiben. Mars ist jetzt sehr aufgewühlt. Er sieht in allem und jedem einen Feind und möchte unbedingt unsere Gefühle und unsere Würde verteidigen, auch wenn es vielleicht nur um eine Kleinigkeit geht. Außerdem ist auch Heiler Chiron mit eingebunden und so kann es tatsächlich verletzende Situationen geben. Also
Eine Mischung aus Überempfindlichkeit auf der einen Seite und übertriebener Provokation auf der anderen Seite. Und das ist durchaus auch ganz wörtlich zu verstehen. Auch die Verletzungsgefahr kann erhöht sein, wenn wir jetzt unter Druck geraten und hektisch sind. Wahrscheinlich geht es vor allem um Unfälle im Haushalt. Mars im Familienzeichen Krebs weist auf Konfliktsituationen im Zuhause hin. Besonders heikel wirkt dieser Vollmond, wenn ihr das Sternzeichen oder andere wichtige Punkte im Horoskop in den Zeichen Widder, Krebs, Waage und Steinbock habt. Und zwar hier vor allem in der dritten Dekade. Dann solltet ihr wirklich achtsam sein. Wenn ihr merkt, dass die Spannung steigt, dann versucht aus der Situation kurz herauszugehen und erstmal tief durchzuatmen. Zum Glück schenkt uns der Kosmos zum Ausgleich zwei günstige Aspekte. Glücksplanet Jupiter steht versöhnlich, das heißt, am Ende ist es dann doch oft nicht so schlimm oder es gibt ein Happy End. Und auch Venus steht genau zu Vollmond noch superschön zum spirituellen Neptun. Das macht uns hilfsbereit und mitfühlend. Also es wird wahrscheinlich ein paar Streithähne geben, bestimmt auch in der Politik, achtet mal drauf. Aber es wird auch andere geben, die empathisch und helfend eingreifen. Und wahrscheinlich werden sich auch Menschen finden, die ein gewisses Standing und Autorität haben und dann mit Humor und Großzügigkeit helfen, um Streitsituationen zu schlichten. Ich empfehle aber trotzdem für diese Woche mal vorsorglich die 90-Sekunden-Regel zu üben, damit wir in Stresssituationen schnell wieder in unsere innere Mitte finden. Dazu gibt es sogar ein Video von mir und weitere Infos habe ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes verlinkt. Mit dem Vollmond gibt es auch einen wichtigen Energiewechsel. Liebesgöttin Venus wandert ab dem 17. Oktober für 3 Wochen durch den Schützen und bringt mehr Leichtigkeit und Humor in die Liebe. Nach der intensiven Zeit mit Venus im Skorpion, wo es immer wieder um ganz oder gar nicht ging, wo man sich vielleicht in Beziehungen zu viel Druck gemacht hat oder Eifersucht ein Problem war, da weht jetzt ein ganz anderer Wind. Jetzt geht es mehr um Kameradschaft, darum, miteinander etwas Lustiges oder Abenteuerliches zu erleben und vielleicht eine neue Perspektive miteinander einzunehmen. Venus im Schützen möchte sich amüsieren, feiern gehen und mit geliebten Menschen draußen in der Natur sein. Und sie flirtet liebend gern. Die nächsten 3 Wochen bringen also lockere und lustige Zusammentreffen und die Chance, angenehme Flirts zu erleben. Und zwar vor allem für die Schützen, Löwen und Widder unter euch oder auch, wenn ihr andere Planeten oder den Aszendenten in diesen Zeichen habt. Kennenlernsituationen findet ihr jetzt beim Sport, wenn ihr mit dem Hund rausgeht, auf einem Live-Konzert, bei solchen Sachen. Aber auch falls ihr alleinstehend seid und gar nicht auf der Suche, könnt ihr jetzt schöne Zeiten mit guten Freundinnen und Freunden erleben. Venus im Schützen ist auch tierlieb im Sinne von Natur und Abenteuer. Also wer von euch reitet oder einen großen Hund hat, ist jetzt garantiert besonders gern an der frischen Luft. Am Wochenende empfehlen euch die Sterne, aktiv zu werden. Samstag steht der Mond anfangs noch im Stier und das kann zur Gemütlichkeit, zum Naschen und zum Seriengucken auf dem Sofa verführen. Aber am Nachmittag kann es dann eine Überraschung geben, vielleicht eine spontane Einladung und da solltet ihr euch dann auf jeden Fall drauf einlassen. Das verspricht, lustig zu werden. Und Sonntag ist ein super Tag für den Austausch mit Freunden. Meldet euch doch mal bei jemandem, den ihr schon länger nicht gesprochen habt. Das waren die Tendenzen für die 42. Kalenderwoche. Schaut auf jeden Fall auch in das große Oktoberhoroskop. Da erfahrt ihr noch mehr über den Vollmond und wie er auf euer Sternzeichen wirkt. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.